Meine Lieben, herzlich willkommen zum Vormärz. So nennt man diese Epoche, um die es jetzt hier in dieser Videoreihe gehen soll. Und das ist jetzt ein bisschen undurchsichtig, weil der Vormärz, der besteht nämlich aus zwei Richtungen. Nämlich einmal aus dem, jetzt war ich zu schnell hier schon wieder, aus dem jungen Deutschland auf der einen Seite und aus der tatsächlichen Zeit des Vormärz. Das beides wird unter der Epoche Vormärz zusammengenommen. Ich möchte aber trotzdem hier das unterscheiden, weil ich nämlich finde, dass das junge Deutschland sich ein bisschen unterscheidet von der tatsächlichen Epoche vom Vormärz. Nichtsdestotrotz fällt beides, also das junge Deutschland, ich mache mal hier den Dativ weg, das junge Deutschland und auch der Vormärz fällt in die Epoche von 1815 bis 1848, also ähnlich wie die Biedermeier-Epoche. Da kann man sagen, jetzt ist das junge Deutschland so in etwa von 1825 bis 1848 dauerte und der Vormärz hier dann 1840 anfing und 1848 wieder aufhörte, nämlich mit der gescheiterten der Märzrevolution. Wie ihr also hier dran seht, geht das junge Deutschland dem zeitlich gesehen dem Vormärz voraus und deswegen möchte ich da als erstes drauf eingehen. Dieses junge Deutschland, die Bezeichnung hier kommt von Ludolf Wienbargs ästhetischen Feldzügen. Da wurde dieser Begriff junge Deutschland zum ersten Mal verwendet. Und das verband, also dieser Begriff, das junge Deutschland, das waren in erster Linie Studenten und Professoren. Und die haben halt komplett abgelehnt, dass Deutschland restauriert wird nach dem 30-jährigen Krieg. Da in 1815 ist in Waterloo Napoleon gefallen. Mit dem Wiener Kongress wurde Deutschland und auch Europa neu formiert. Und da, die waren dagegen, gegen die Restauration und auch gegen den Adel, weil die Fürsten von der anderen Richtung gegen das junge Deutschland angegangen sind und gegen Pressefreiheit, wäre jetzt falsch, aber sie waren halt für die Freiheit der Presse und für Freiheit der Meinung, also gegen die Zensur, die in 1819 eingeführt wurde. So viel also jetzt erstmal zum jungen Deutschland. Die literarische Strömung vor mir, wie ich gerade schon gesagt habe, scheitert dann mit der Märzrevolution, die aus dem jungen Deutschland, aus der Bewegung junges Deutschland hervorgegangen ist, diese Revolution. Der historische Hintergrund jetzt hier für diese Zeit des Vormärz ist folgende. Es fällt ja zeitlich in die Zeit des Biedermeiers rein. Also kann man eigentlich sagen, dass die Situation, die geschichtliche Situation in Deutschland zum Zeiten des Vormärz auch genauso war wie zu Zeiten der Biedermeier-Epoche und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, gab es 1815 den Wiener Kongress und der hat veranlasst, dass Deutschland und auch Europa neu geordnet wird. Und da gab es halt, jetzt haben wir wieder hier den Adel auf der einen Seite, also die Fürsten gegen das junge Deutschland. Und die Fürsten waren halt für die Restauration, was ich gerade auch schon gesagt habe, ich schreibe es nochmal mit auf. Restauration von Deutschland und das junge Deutschland hier war halt für Freiheit in erster Linie und auch für eine politische Einheit. Mit 1819 gab es dann die Karlsbader Entschlüsse. Beschlüsse heißt es, nicht Entschlüsse, ich sage das immer falsch. Beschlüsse, Karlsbader, ich kann es auch nicht richtig schreiben. So, die Karlsbader Beschlüsse und da wurde halt unter anderem beschlossen, dass die Unis überwacht werden, dass es eine Zensur gibt
und dass Spitzenspione innerhalb Deutschlands erlaubt waren. Und das ging halt komplett gegen das junge Deutschland, gegen deren Ideale und Vorstellungen, was sie eigentlich davon hatten, wie Deutschland aus dem Dreißigjährigen Krieg hervorgehen sollte. Und das war eigentlich schon ein Zeichen dafür hier, dass das in die falsche Richtung geht und dann letztendlich in der Märzrevolution endete. Die Enttäuschung über diese unerfüllten Hoffnungen, die das junge Deutschland hatte, und die hier, also Hoffnung und gute alte Welt, das prallte halt hier aufeinander. Und hier der Philosoph auch wieder der Zeit richtig genau, auch wie in der Biedermeier-Epoche war Hegel, Friedrich Hegel, und der hat halt diverse Schriften verfasst und sich da halt auch mit der Ideologie vom jungen Deutschland befasst.